Hallihallo in der großen netten Welt. Zentrum der Welt, Kuffern, Vorstadt, Terrasse. Grüß euch. Seid ihr denn meine Lieben? Ich bin schon geschmückt für die Party. Wir machen nämlich heute Party, der Roland und ich. Und wir legen so wirklich die ganzen alten Nummern auf. So Deep Purple, Pink Floyd. Und dann nur so Disco, Donna Summer, Hot Chocolate. Da wird heute die Party abgeben und ich habe heute keine Werbung. Ich habe jetzt keine Werbung. Was tut sie so in der Vorstadt? In der Vorstadt? Ja, die Nachbarn sind wieder da. Grüß euch, Nachbarn! Hallo! Und ich war heute, weil es so schön war, ein bisschen wandern, ein bisschen spazieren und habe wunderschöne Fotos gemacht. Und wer vielleicht schon auf dem Roland Profil? Seiten. Schwingungskomm. Seite geschaut hat oder auf meine jetzt. Ich habe schon schöne Fotos gepostet. Auf Facebook und zwar über den räuchermischen Schutzengel. Und da sind mir wirklich, finde ich, schöne Fotos gelungen. Sehr zu schön, dieser traumhaften Räuchermischung. Ja, heute ist keine Werbung von mir, weil nämlich mein geliebter Mann, der macht heute mehr Werbung. Und darum die Glocken läuten, ha? Schau. Hallo Franz. Die Glockenleiten. Roland, die Glockenleiten. Ja. Das ist ein Wahnsinn, oder? Da geht's genau das über. Das ist unwahrscheinlich, wenn ich rumleiten die Glocken. Das ist aber auch nur, grüß euch. Weil heute wirklich was ganz Besonderes ist. Und zwar möchte ich euch heute eine Räuchermischung vorstellen. Das Vergötzgut. Das ist die zweite Mundart. Gestern haben wir ja als vierte gehabt. Heute ist das Vergötzgut die Dankbarkeit. Und die Dankbarkeit gleichzeitig ist auch unser heutiger Trommelrhythmus die Dankbarkeit. Und ich will auch die Gelegenheit nutzen, um auch hier und jetzt einfach einmal Danke zu sagen. Danke zu sagen in erster Linie mal an meine Süße. Ich habe meinen Schummler, das ist so viel. Meine Süße, die macht Fotos, die tut meine Sachen posten auf Facebook, die ist auf Instagram, wo ich eigentlich gar nicht drin bin, wo ich mich nicht auskenne. Wahnsinn, Unterstützung pur, meine liebe Süße. Danke. Yes. Als zweites möchte ich ein Danke sagen an allen meinen Kunden. Danke für eure Treue. Danke, dass mir ihr jeden Tag in Bewegung bringt, eure Packerl einzupacken und wegzuschicken. Auf Österreich, auf Deutschland, in die Schweiz. Dach heißt das, glaube ich, bei der Navigation. Dach, glaube ich, ja. Echt super, echt toll. Herzlichen Dank für eure Treue und für eure Einkäufe und dass ihr meine Produkte, ich denke, genauso liebt, wie es ich liebe. So. Schummler muss jetzt da weitergehen. Danke möchte ich auch sagen an meine Räucherwerkpartner. Räucherwerkpartner sind einfach liebe Menschen, die auch meine Räuchermischungen im Programm haben, die auch meine Händler, die auch meine guten Düfte in die Welt hinaustragen. Und die möchte ich jetzt auch ganz kurz namentlich, nur so viel sind sie auch nicht, aber namentlich erwähnen. Und zwar erheben wir da die Kreislerei 2.0 in St. Pölten, die liebe Lena und die Maria. Jetzt muss ich meine Brille aufsetzen. Ja, Kreislerei 2.0 in St. Pölten. Dann haben wir die Gertrud Lucic, den Himmelschlüsselversand. Ganz eine Liebe, die also Tinkturen und Sohle-Produkte anbietet. Danke an einen Markus, der Schamane, Markus Gren, auch in St. Pölten. Danke an die liebe Monika Boschmeier. Monika Boschmeier ist in der Region Neulenkbach, Energetik Monika Boschmeier. Dann haben wir noch, wem haben wir noch? Jetzt ist aber, geht er gleich weiter. Home, Duft und Klang für dein Wohlbefinden. Die Martina Hochecker in St. Igitt am Neuwalde. Dann hätten wir noch die Ramona Röcher, die Herr und Soul, Region Neunkirchen. So, Verzeihung. Das ist gleich der Röcher, oder? Geht's. Dann habe ich
Angelika Magluck, eine ganz liebe Frau in Langenlois-Straße draußen. Die Praxis Wohlsein, unser Haus- und Hofarzt, kann man da sagen. Wo uns immer unsere Infusionen holen, dass wir immer gesund sind und euch da mit guter Schwingung versorgen können. Der Uwe und die Regina Leithold, auch in Langenlois. Dann hätte da nur die Anneliese, Anneliese Juriate, Buchbinderei in Krems. Wem haben wir noch? Die Doris Brugner Gref, Unikateschmuck in Gars an Kampf. Das Lois haben wir da auch noch. Auch wieder in Langenlois die Petra Groneda, oder ein kleines Geschäftel dort mit Köstlichkeiten von der Region, die auch meine Räuchermischungen dort im Programm hat. Dann haben wir noch die Kristallwelt, die Kristallwerkstatt. Toller Mineralien, der Christian und die Nadine in Schrems. So, wen haben wir noch? Na gut, in der Region Scheibs ist ein regional nachhaltig fair Laden in Scheibs und Unverpackt in Wieselburg. Unverpackt Laden, der hat 24 Stunden offen und alles plastikfrei. Ganz eine tolle Geschichte. Dann habe ich nur die Andrea Fuchs, unser Fuchse, unsere Urdom-Partnerin, die ist in Linz zu Hause und den Helmut Mattis in Deutschland. Urdom-Partner Deutschland in Landkreis Reutlingen. Yes, der hat auch mein Räucherwerk. Herzlichen Dank, ihr Lieben. Dankeschön. Ihr ermöglicht natürlich auch, dass ich meine Sachen weitermachen kann, die ich von Herzen liebe. Und ja, ich sage einfach Danke. So. Wahnsinn heute. So, Wahnsinn. Jetzt muss ich nur über die Räuchermischung auch reden. So, vergeht's gut. Die Dankbarkeit. Da trinke ich gleich einmal. Fällt mir gleich schon gar nichts mehr. Ja, vergeht's gut. Ist eine sehr angenehme Räuchermischung, die gleichzeitig öffnend nach oben, aber auch verwurzelnd erdig ist. Da ist drin im Weihrauch, da ist die Myrrhe drin, da ist der Lavendel zum Beispiel auch drin, Zirbenspäne, auch als Styrax. Also wirklich eine schöne, runde Mischung. Und es gibt ja wirklich jeden Tag einen Grund, einfach Danke zu sagen, dass wir da auf dem Planeten sein dürfen. Yes. Die Dankbarkeit. Räuchert schon in der Schwingschale. Es gibt Glühwein. Yes. Und jetzt da den Trommelrhythmus dazu. Ich will gar nicht laut sagen, was da geredet wird. So, meine Lieben, die Dankbarkeit. Sie brauchen nichts mehr reden, ist das ein Wahnsinn? Na, morgen wieder. Morgen wird mir wieder was einfallen. Yes. Und die Friesheit. Halt. Ja. Ich spüre das einmal immer leise und langsam, damit wir es ein bisschen einschwingen können und dann gehen wir Vollgas. Vollgas. Naja, Vollgas. Nein, ein bisschen Vollgas. Nicht viel.
die wie so eine Kommune, wie sagt man? Kommune. Also das ist aber voll gemütlich, voll nett und wenn du Hilfe brauchst, es ist immer wer da und das ist einfach unbezahlbar. Ich habe was vergessen. Ganz speziell für die Susanne. Ich habe gesagt, die winkt da halt. Ja, ich winke euch allen, der ganzen Welt und ich schicke euch viele Samstagbusse. Ich habe da it's Party Time, habe ich heute umgehängt. Und ja, der Roland und ich, wir werden einfach heute ein bisschen Party machen. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen, jetzt die Transen, transfreie Zonen erschaffen. Locker bleiben, aber nicht locker lassen. Und wir sehen uns morgen wieder 18 Uhr auf der Terrasse. Und ich muss sagen, in die Hände wird es jetzt schon sehr kalt. Also schauen wir mal. Wir wünschen uns, dass da bald wieder alles offen ist. Weil umso köder, umso köder halt. Grüß dich, meine Lieben, bis morgen. Lasst es euch gut gehen und genießt den Abend.